Servus Leute. Wie ihr wisst, habe ich ja gesagt, dass ich dieses Wochenende am IXS Rookie Cup bin. Und das war ich auch, deswegen werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum ich jetzt von hier spreche. Also ich bin zu Hause und der IXS Cup, ist jetzt schon zu Ende. Und ich habe auch ein paar Trainingsläufe gefilmt. Aber leider durfte ich den Seeding Runner nicht filmen und am Sonntag durfte ich überhaupt nicht mehr filmen, weil das irgendwie verboten war. Ich weiß auch nicht warum. Und das wollte ich mal sagen, damit ihr euch nicht wundert. Es gibt nur einen Teil von dem Ganzen. Und das ist einfach nur am Samstag meine ersten Trainingsläufe. Und ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Servus Leute, wir sind heute am IXS Rookie Cup in Saalbach Hinterklemm. Es ist heute Samstag. Gestern durfte man individuell Training machen. Da habe ich die GoPro nicht aufgehabt und meinem Trackwalk auch nicht. Aber ab heute geht es dann erst richtig los und da ist heute früh 2 Training Runs und danach der Seeding Run und morgen nochmal 2 Training Runs und das Rennen. Und ich werde das wahrscheinlich in 2 Vlogs aufteilen, dieses Video. Und zwar der erste Teil wird sein, die beiden Training Runs und der Seeding Run. Und der nächste Teil wird dann auch Training und halt dann das Race sein. Deswegen, ja, dann werden wir uns wahrscheinlich oben sehen beim ersten Training Run. Gut, wir sind jetzt oben. Und jetzt erster Trainingsrun für heute. Gestern bin ich schon mal gefahren, aber jetzt ist die Strecke finalisiert. Und gestern beim Trackwalk haben wir eine coole Route ausgemacht und die werde ich heute mal chillig austesten. Und im zweiten Run werde ich dann versuchen, etwas schneller zu fahren, also im Trainingsrun. Dann, ja, bis gleich, wenn ich los war. Ja klar, alles gut. Junge. Let's go. Oh.
Full run. Oh, fuck. Ja, alles gut. Oh. Machst du weiter? Ja. Thank you.
So, Leute, wie ihr jetzt wahrscheinlich schon seht, ich bin wieder im Hotelzimmer. Ihr habt ja meine beiden Trainings gesehen. Also ich bin dreimal gefahren, zwei habe ich aufgenommen. Mich hat es beim ersten, beim zweiten einmal hingelassen. Beim dritten habe ich jetzt nicht aufgenommen, aber da hat es mich nicht hingelassen. Da bin ich gut durchgekommen. Ich sag mal, bei dieser einen Regenrinne, wo es mich beim zweiten Training schon hingeschmissen hat, da muss ich ein bisschen Speed rausnehmen. Das habe ich dann auch gemacht. Und das sind zwei Stunden, glaube ich, mein Seeding Run. Ich bin hier noch im Hotel, entspanne mich ein bisschen. Und jetzt melde ich mich nochmal. Also, man sieht ja leider nicht, welcher Platz ich im Seeding Run geworden bin. Also, das ist so, ich bin im Seeding Run 55. von 70 geworden. Und dann am Racetag, an meinem Race Run, da bin ich dann, das war ein komplettes Regenrennen, das war alles rutschig und matschig. Und da bin ich 49. von 70 geworden. Ich bin auf jeden Fall ziemlich zufrieden damit. Ich meine, es war mein erstes Rennen Downhill. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like und ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Videos mehr verpasst.